Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr hier auf Mazes Clash Channel. Es ist etwas Zeit vergangen, seitdem das letzte Update und auch das letzte Video online gegangen ist und ich habe mir eine neue Serie ausgedacht. Und zwar heißt sie Loot en Masse. Es wird hier ein paar Loot-Videos immer mal wieder geben von den verschiedenen Mitgliedern meines Clans, in denen ich zeigen werde, wo sie denn am allerbesten und am effektivsten und auch mit welchen Methoden sie dort farmen. Das ist ja ein sehr brisantes Thema momentan nach dem letzten Update, da viele geschrien haben, dass es jetzt keinen Loot mehr gibt. Und es ist teilweise so, man kann das wirklich bestätigen, es ist auch vermutlich an der Mechanik von Supercell etwas gedreht worden. Viele sprechen davon, dass tote Bases aus dem Matchmaking rausgenommen werden. Nach ein paar Tagen, angeblich nach 5 Tagen, werden tote Bases einfach rausgenommen und man kann so einfach mit seinem ganzen Loot verbleiben und wird nicht mehr angegriffen. Andere sprechen davon, dass einfach im Matchmaking tote Bases weiter nach unten rutschen und es deswegen deutlich, deutlich schwieriger ist, diese Bases zu finden. Ich selber habe ja mit meinem Rathaus Achter auf Goldliga momentan nicht ganz so guten Loot. Ich kann das bestätigen. Also ich finde sehr, sehr selten tote Bases. Aber andere Mitglieder aus meinem Clan, zum Beispiel Quirren, finden hier auf Kristall relativ gut. Auch nachher sehen wir noch 2 Angriffe von Dynex und einen von Smokey. Die finden immer mal wieder und auch in relativ kurzer Zeit 500, 600.000 an Gold und genauso viel nochmal an Elixier und das Ganze auch noch in toten Bases, also das ist schon, eigentlich kann man da nicht davon sprechen, dass die toten Bases fehlen. Aber das sehen wir nachher noch. Hier, der Angriff von Quirren ist glaube ich noch Pre-Update. Er hat hier einen relativ guten Angriff geholt in Kristall mit insgesamt knappen 800.000 Loot und 2.700 Dilix. Das war ein sehr schöner Angriff und hier haben wir schon besagten Spieler aus unserem Clan. Smokey zieht häufig richtig krasse Raids ans Land mit sehr, sehr viel Loot. Seine Taktik ist hier etwas anders. Er nimmt nämlich immer Blitzzauber, um meistens Magiertürme und Mörser auszuschalten. Das ist meiner Meinung nach relativ kostspielig vom Elixier her. Aber er nutzt seine Blitzzauber sehr, sehr effizient, muss man sagen. Und er zeigt doch durch seine Angriffe, dass das auch Sinn macht, Blitzzauber fürs Farming hier mit reinen Bogies zu verwenden. Er macht es, wie gesagt, nicht mit Barbaren und Bogies, also kein Barge, sondern wirklich rein Bogies. Und wir sehen hier, dass er auch noch ein paar Magier in der Clanburg dabei hat. Die Bogies räumen von außen her immer die ganzen Sammler auf und holen da den ganzen Loot raus. Das ist eigentlich auch relativ sinnvoll, weil wenn die Sammler weiter drinnen stehen und hinter einer Mauer stehen, dann bringen meistens Barbaren nichts. Demnach ist es vielleicht sogar wirklich schlauer, einfach nur mit Bogies da ranzugehen. Und hier haben wir eine Base, die sieht auch sehr, sehr tot aus. Und durch die 40er Helden schafft Smokey es hier wirklich, die ganze Base, egal von welcher Seite, aufzuräumen. Und das nur mit Bogies, ein paar Magiern und eben seinen Helden. Und mit Blitzzaubern. Häufig verwendet Smokey seine Blitzzauber auch anschließend noch, um sie auf Sammler zu werfen, die er nicht bekommen hat. Das klingt vielleicht auch etwas nach Verschwendung, aber wenn man so einen Sammler hat, der wirklich bis zum Rand voll gefüllt ist mit Elixier oder mit Gold, dann kriegt man da schon mal knapp 100.000 aus diesem einen Sammler raus. Und wenn auch noch 2 nebeneinander stehen, dann lohnt sich so ein Blitz auf die paar Sammler dann doch. Weil wenn man dann 20.000 Elixier verbrät, kriegt man im Endeffekt trotzdem noch 50.000 oder so an extra oben drauf und macht das praktisch Gewinn. Ja, das war der Angriff, ein 3-Stern-Angriff hier auf eine tote Base. Er hat sogar seine Blitzzauber nicht gebraucht, 2 davon hat er nur eingesetzt und ein Gift ist auch noch übrig geblieben. Und jetzt haben wir hier den Mega-Mega-Raid. 2 Millionen Loot und 6.000 dunkles Elixier. Den hier hat Dynex gefunden und das hier ist ein Post-Update-Video. Heißt, es ist nach dem Update geschehen. Dynex hat mittlerweile, er postet immer wieder tote Bases und wirklich, wirklich volle Lager. Hier haben wir keine tote Base, aber immerhin sind die Lager komplett voll. Und das nutzt Dynex hier rigoros aus. Die ganzen Sammler außen werden hier auch wieder mal nur mit Bogies abgelootet. Der macht das genauso wie Smokey. Also Dynex und Smokey sind so unsere 2
Farmer, die wirklich permanent richtig krassen Loot an Land ziehen. Und wir sehen auch immer geschickt hier mit ein paar Bogies dann noch dahin, wo noch ein Sammler übrig ist. Wir haben auch hier 5 Blitzzauber noch dabei und ein paar Giftzauber für den Fall, dass irgendwas aus der Clanburg rauskommen sollte. Links steht noch ein Delex-Sammler übrig. Da kommen jetzt noch ein paar Bogies hin, die sich diesen einen Delex-Sammler noch schnappen. Und unten sehen wir, sind noch ein paar Elixier- und Gold-Sammler übrig. Die müssen da auch noch aufgesammelt werden. Aber er hat jetzt keine Bogies mehr und leider hat er auch König und Königin nicht dabei. Deshalb verwendet er hier, wie vorhin von mir beschrieben, noch seinen restlichen Blitzzauber auf die Sammler. Auf die Lager geht das natürlich nicht mehr seit ein paar Updates, wie wir alle wissen und gerade eben auch sehen. Aber auf die Sammler macht das dann doch schon Sinn. Und jetzt bleibt noch ein Blitzzauber übrig, der hier unten noch auf den letzten Goldsammler geworfen wird. Und das war's dann für diesen wirklich, wirklich krassen 2 Millionen Raid. Und da sind 1,3 Millionen rausgesprungen für Dynex. Das war's wieder. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Sagt mir doch, wie ihr vielleicht farmt. Vielleicht macht ihr das ja ähnlich. Vielleicht macht ihr das auf andere Art und Weise. Und es wird bald wieder ein neues Video geben, in dem es darum geht, wie wir denn am besten in unserem Clan Loot farmen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.